Okay. Jetzt. Kartoffelsalat. In kleine Scheiben muss man zerschneiden. Kartoffelsalat. Essig und Öl, nein, Pfeffer und Salz. Kartoffelsalat. Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Troll Wars. Und wir haben eine Elytra. Richtig. Wir waren letzte Folge im End. Und ich habe mir Optifine Zoom geholt. Juhu. Auf jeden Fall. Ich habe einen Bug an Optifine Zoom entdeckt. Dass nämlich die Hand dann hier nicht ausgeblendet wird, wenn ich shoppe. Jetzt hier. Die ist noch da. Ja, wir haben auch hier das Drachenei. Das gibt es bisher nur einmal auf der Erde. Ich weiß nicht, ob es mehrmals existieren kann. Ich glaube eher nicht. Hier haben wir unser Feld. Das ist schon wieder fertig, aber egal. Hier ist Leon's Car Space und er ist wieder da. Und im letzten Video in der Timelapse haben wir hier das Dings gemacht. So umrahmen hier so, weil hier nicht unser Firmengebiet in Klammern hin soll. Also so, ich tu mal die Leute aus, sonst geht sich schneller kaputt als gedacht. Hier soll nämlich mal unser eine Art Firmengebiet hier hin, wo überall automatische Öfen und Farms und so kommen, die dann, wenn ich hier was in eine Kiste da oben lege, das dann über so Trichter hier runter gefördert wird und dann hier einen riesigen Ofensaal, wo dann alles gebraten wird und dann alles aussortiert und dann ich immer mit dem Hebel mit seiner Konstruktion hier da hinten kann einen Hebel umlegen kann, dass ich alles bekomme. Stummhahn, der ist irgendwie reich, aber auch nur mit Koksen. Ja, wir haben, er hat viel zu viele Kekse und so. Die nennt er jetzt Kokse. Er hat mit seiner Farm da hinten ein bisschen übertrieben, wie ich in Shows. Also auch Kari hat sich jetzt hier eine neue Base gemacht. Ich habe Kari auch ein bisschen Wolle gegeben und Schilder hingebaut da hinten. Wartet mal. Hallo Kari, wenn du eine Elytra haben willst, komm zu mir. Ja, kostet nur 64 Mark, dann bekommst du eine Elytra LGS von HD. Das bedeutet so. Okay, ich hab's umsonst bekommen. Ja, aber du warst ja auch dabei im End. Kari war nicht dabei. Und da hat sich Kari hier drin einen Rauchmelder eingebaut, weil wir einen Rauchmelder gekauft haben. Und Kari wissen wollte, was das ist. Dass die Base nicht abfackelt, da drin ist ein Rauchmelder. Was du auch in deiner Base hast. Aber das funktioniert hier irgendwie nicht, keine Ahnung warum. Ja, hier. Schön. Und hier ist unser Marktgebiet. Das ist sehr nah an Karis Base, aber da kommen noch Turrets hier rein. Also hier kommt eine Tür, da aus Eisen. Wenn man da reingeht, das ist dann automatisch hier davor Turrets stehen, dass man dann erschossen wird. Ich muss es leider so. Gehören die dir? Ja, ne? Ist mir aus der Tasche gefallen. Ja. Dass Kari dann hier dann auch nicht mal reinkommt. Falls auch Kari eine Eisendings hat, einen Hebel. Oder so. Hier. Ich weiß noch, was da hinten drin ist. Hier. Weißt du noch, was da hinten? Da ist ein Tür dran. Ja. Das gehört niemandem von uns. Hat mich da noch mal hast du noch nicht ausgesehen. Ja. Am besten mit Fernrohr. Lol. Das ist einfach die Spawn. Ja, die können aber nicht despawnen. Serverbug oder Modbug, keine Ahnung. Er konnte nicht meine Projection Chest kaufen, Dame. Uff. Ja, hier soll noch sehr viel gerodert werden. Der Esel da hinten, der despawnt noch, hoffentlich. Ja. Warum liegt da Wolle?
Ja, der Tag ist schon wieder rum, aber wir haben ja auch mitten tags angefangen, weil wir gewartet haben, bis der Regen aufgehört hat. Ob der Regen aufgehört, wenn ich die Aufnahme angefangen habe? Weißt du das? Ja. Die hier werden wir nicht zuschütten, die werden einfach überbauen übrigens. Oder, nee, die wird noch offen bleiben, die wird noch offen bleiben. Irgendwann hier ist die Kiste. Harrys Base kaputt gemacht. Okay. Ja, heute wird es wieder etwas längeres Video, leider. Weil wir heute einmal, ich habe mit Leon SK was ausgemacht, sagst du es mit dem Berg? Wir werden mit Latze. Ja, wir werden den hier oben komplett rasieren und während wir hier das bauen, weil er gibt uns glatten Stein, weil er da drin den Stein in seinen Ofen-Ding XP-Farm baut. Kokse. Ja, und übrigens bin ich jetzt Level 5, weil ich mal letztens mit der Lightshore gestorben bin. Habe ich mein overpowered Schwert noch. Habe ich übrigens noch mit Verbrennung dazu verzaubert. Da bin ich nämlich da hinten hier in der Klippe. Da hinten ist hier eine Klippe irgendwo. Da bin ich dann. Okay, sind so blöd. Da bin ich gestorben. Hast du denn dein Todes aus? Ja. Hier, komm her. Ich habe die XP noch nicht geholt. Komm her. Oh, nice XP. Ich hab's nicht. Abhebeschnur. Okay. Da würde ich mal auch sagen: Timelapse, go. Thank you.
so Leute, die Timelapse ist mega riesen Timelapse. Es waren mehrere Cuts da drin. Ja, ist fertig und sieht ein ganz kleines bisschen so aus wie die in Ägypten dieses ja. diese Things und ja diese Things ist ein bisschen aus wie die Things mit dem Kopf da oben und so und hier der Popo der riesige und hier ja hier eine Art Höhle habe ich schon mal reingegraben. Echt? Ja, also ganz ehrlich, sieht schon mächtig aus das Zeug, für das dass wir das halt gerade eben in der Timelapse gemacht haben. Ich weiß, also ganz ehrlich, das hat ganz schön viel Arbeit gekostet, stimmt's? Er hat hier nicht gemacht. Ja, du hast, er hat hier unten reingebohrt und so. Ja. Durch den Berg hier. Nein, sind wir noch zweimal gestorben, ich dreimal. Fallschaden. Au. Ich hätte ins Wasser fahren können. Ja, also ganz ehrlich, da würde ich ganz schnell sagen, das hat sich ein Mending-Buch verdient. Leon ist K.A. Mhm. Mending. Dafür musst du mir auch keine Kekse geben. Die Kekse darfst du mir nur geben, wenn du wirklich so viele hast. Hat er ja eigentlich auch. Da habe ich hier noch die ganzen Bäume auch noch entfernt. Ja, und da würde ich ja auch schon sagen, das war's jetzt mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne eine positive Bewertung da. Und wir sehen uns beim nächsten Video, wenn wir entweder das hier machen oder bald sogar vielleicht eventuell auf Twitch. Ja, Twitch. Weil ich habe mir nämlich überlegt, vielleicht auf Twitch ganze Streams zu machen. Weil da können wir dann auch ein Video machen, während wir streamen. Und Leon ist gerade eklig, weil er rübst in meinen Abmoderator. Oh, wie Salat. Warte. Ja. Lass mal das Video laufen, warte kurz. Leon ist keine Benehmigung für einen Baum zu bauen. Warte. Läuft das Video noch? Ja. Ja, okay. Warte. Hintereinander. Wann kommt er? Jetzt. Kartoffelsalat! In kleine Scheiben muss man zerschneiden, Kartoffelsalat! Essig und Öl, nein, Pfeffer und Salz, Kartoffelsalat! Ja, das war Leon SKAs Ende. Junge! Ja, also wie schon gesagt, das war's jetzt. Ciao!